Tatufi als Jokolado Klammer auf Schokotrüffeln Klammer zu, den Backofen auf 180 Grad Klammer auf Umluft, 160 Grad Klammer zu, vorheizen, Nüsse grob hacken. 50 Gramm Zucker mit 50 Milliliter Wasser aufkochen, mit den gehackten Nüssen vermischen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen. Nüsse im heißen Ofen in 2010 bis 12 Minuten goldbraun karamellisieren lassen, dabei gelegentlich wenden. Karamell herausnehmen, auskühlen lassen. Sahne mit restlichem Zucker, Klammer auf 50 Gramm Klammer zu, und dem Espresso-Pulver in einen Topf geben und aufkochen lassen. Schokoladen klein hacken, zusammen mit der Butter und dem Likör, unter die heiße Sahne rühren und Schokoladen darin schmelzen. Dann den Nusskaramell unterheben. Trüffelmasse etwa 2 cm hoch in die mit Folie ausgekleidete Form füllen und ca. 5 Stunden in den Kühlschrank stellen. Fest gewordene Trüffelmasse auf ein Brett stürzen und Klammer auf am besten mit einem Sägemesser Klammer zu, in etwa 2 cm große Würfel schneiden. Mit Kakaopulver bestäuben und servieren. Pro Stück 155 Kilokalorien durch 660 Kilojoule, 11 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Eiweiß, 12 Gramm Fett. Zubereitungszeit 35 Minuten.